Die Heiligtumsfahrt 2014 steht vor der Tür. Aachen wird dann zum Zielort zahlreicher Wallfahrten aus der ganzen Welt. Doch neben der Kaiserstadt bereiten sich noch zwei Orte im Bistum auf dieses große Ereignis vor. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums haben das lange Wochenende genutzt und sich schon jetzt auf den Weg gemacht. Zu Fuß nach Aachen und noch weiter. In diesem Jahr sind die Heiligtumsfahrten in Aachen, in Kornelimünster und in Mönchengladbach. Und es entstand die Idee, dass wir diese drei Städte, die es in unserem Bistum gibt, auch miteinander verbinden könnten durch eine Pilgerfahrt. Dass wir also gemeinsam mit einer Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Generalvikariats von Kornelimünster über Aachen nach Mönchengladbach gehen. Die Strecke von 110 Kilometern ist in 4 Etappen aufgeteilt. 25 bis 30 Kilometer pro Tag gilt es zurückzulegen. 15 Pilgerinnen und Pilger gehen den gesamten Weg. Täglich verlassen einige die Gruppe und andere stoßen hinzu. Im Mittelpunkt der regelmäßigen Statios stehen die Heiligtümer, also die verschiedenen Tuchreliquien aus Kornelimünster, Aachen und Mönchengladbach. Seit Monaten planen die Bistumsmitarbeiter die Heiligtumsfahrt. Da ist es nur hilfreich, sich die Bedeutung des Events noch einmal vor Augen zu führen. Das ist für die Pilger aber nur ein Grund, an dieser Wallfahrt teilzunehmen. Unterwegs sein, ja, miteinander den Weg teilen, das ist für mich das, worauf es ankommt. Ich bin ein Bewegungsmensch, ist so das eine, und mich interessiert so diese Verbindung, so mit meinem Glauben unterwegs zu sein, dass das ein Prozess ist, immer wieder selber neu angeregt und bewegt zu sein. Und das auch mit Kollegen und Kolleginnen zusammen finde ich heute ja einen ganz besonders schönen Anlass. Einfach mal runterkommen vom Alltag weg, nicht sich nur in der Natur bewegen, einfach rauskommen, Gespräche führen, ja. Zur Mittagszeit des ersten Tages erreicht die Pilgergruppe den Aachener Dom. Hier begrüßt sie Bischof Heinrich Mussinghoff und gewährt ihnen einen exklusiven Blick über die Dächer der Kaiserstadt. Die Endstation des ersten Tages ist damit aber noch nicht erreicht. Wir gehen heute die Strecke von Kornelimünster, wo wir beginnen, über Aachen nach Herzogenrath. Der zweite Tag geht von Herzogenrath nach Heinsberg. Von Heinsberg gehen wir dann nach Wegberg über das Birgener Pützchen, auch ein Wallfahrtsort in unserem Bistum, und am Samstag dann von Wegberg nach Mönchengladbach. Nach dem Wochenende gehen die Planungsarbeiten in den Endspurt. Am 20. Juni beginnt die Heiligtumsfahrt in Aachen. Jetzt haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst einmal Erfahrungen als Pilger gemacht. Ideale Voraussetzungen, den Aufenthalt der vielen Gäste bestmöglich vorzubereiten.